bauen Insektenhotels, um den Insekten ein neues Zuhause zu schenken und so die Artenvielfalt beizubehalten und die Gefährdung zu bekämpfen. Und was ist euer Projekt? Wir gestalten den Aufenthaltsraum. Wir haben die Möbel hier reingeschleppt und aufgebaut. Wir bereiten hier ein gesundes und nachhaltiges Frühstück vor. Wie Sie sehen können, bereiten wir hier Paprika, Gurken oder andere diverse Sachen vor, wie zum Beispiel einen Smoothie. Ja. Wir sind die Schulhausgestaltungsgruppe und wir gestalten die neuen J2-Klassenzimmern. Also wir gestalten die mit verschiedenen Motiven, wie zum Beispiel der Meereswelt oder auch mit einer Weltkarte und Safari. Und was macht ihr in eurem Projekt? Also wir sind aus dem Projekt Selbstverteidigung und Erste Hilfe für Frauen. Und im Selbstverteidigungsteil lernen wir Tritt- und Schlagtechniken und Selbstbefreiungstechniken. Und im Erste-Hilfe-Teil kümmern wir uns um Erste-Hilfe-Maßnahmen. Wir machen Herzdruckmassage mit den Dummies und die stabile Seitenlage. Und was macht ihr in eurem Projekt? Also wir machen aus Paletten Sitzmöglichkeiten, die dann auch vor der Cafeteria aufgestellt werden. Wir spielen heute mit dem Greenscreen herum. Das heißt, wir machen Fotos von uns mit Requisiten und schneiden es dann vor verschiedene Hintergrundbilder. Wir nehmen zum Beispiel hier ein Hintergrundbild, suchen dann unser Greenscreen-Foto aus. Wir können das Ganze hier einsetzen, sodass wir am Schluss ein zusammengeschnittenes Foto haben. Und was macht ihr in eurem Projekt? Ja, wir sind im Projekt Zum Glück. Bei uns geht es darum, einen Einblick ins Meditieren zu bekommen. Wir haben beispielsweise auch gelernt, wie man achtsam läuft oder wie man Yoga-Übungen praktiziert. Das sind Dinge, über die man sich im Alltag eigentlich keine Gedanken macht, die aber einen ziemlich entspannen lassen. Wir haben unsere künstlerische Erde entdeckt. Also wir sind hier beim Teegartenanlegenprojekt und wir haben gestern das Beet ausgehoben und haben jetzt heute Morgen Erde drauf geschüttet. Ja, jetzt pflanzen wir noch die Teepflanzen ein hier. Wir haben ganz viele verschiedene und auf Stöcke, die wir aus dem Wald haben, löten wir die Namen der Pflanzen ein und stellen sie neben die Pflanzen. Wir sind die Social Media AG. Gestern haben wir einen Workshop mit dem Valentin Frank, das ist ein Experte mit der Firma OnPress und der hat uns da viele Informationen geben können. Das war natürlich sehr informativ und hilfreich für uns. Neben dieser Homepage-Gestaltung durch die Firma OnPress haben wir die Projekttage begleitet, die einzelnen Projekte immer wieder auf Instagram aktuelle Posts hochgeladen und dieses Video wird entstehen, das alles zusammenfasst. Und zudem haben wir uns in kleinen Gruppen mit Posts beschäftigt, die das gesamte Schuljahr eben uns dann in den nächsten Jahren begleiten werden.